Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich habe vor nicht langer Zeit eine Stimmbandoperation gehabt und meine Stimme ist immer noch nicht ganz in Ordnung. Ich bitte um Ihr Verständnis und hoffe, dass es in baldiger Zukunft besser wird. Heute stelle ich Ihnen ein Gedicht des koreanischen Lyrikers Yoon Dong-ju vor. Übersetzt von Frau Nam-ho Seelmann. Das Gedicht heißt Selbstporträt. Yoon Dong-ju, Selbstporträt. Allein geh ich um den Berg zum Brunnen am Ackerrand. Still blicke ich hinein. Darin leuchtet hell der Mond, Wolken ziehen dahin, der Himmel liegt ausgebreitet, blauer Wind weht und der Herbst weilt dort, ebenso ein Mann. Irgendwie mag ich ihn nicht und wende mich ab. Als ich so fortgehe, überfällt mich Mitleid für ihn. Ich blicke wieder in den Brunnen, da ist immer noch der Mann. Auch diesmal mag ich ihn nicht und wende mich ab. Als ich so fortgehe, überkommt mich die Sehnsucht nach ihm. Im Brunnen leuchtet hell der Mond, Wolken ziehen dahin, der Himmel liegt ausgebreitet, blauer Wind weht und der Herbst weilt dort. Eine Erinnerung gleich steht der Mann immer noch da. Das ist eines meiner Lieblingsgedichte, die ich von koreanischen Lyrikern kenne. Und für mich spiegelt dieses Gedicht die sogenannte Weisheit des Ostens auf eine Art und Weise wider, die atemberaubend ist. In diesem Gedicht wird die Flüchtigkeit der Existenz angesprochen. Mit dem Bild, dass sich ein Ich in einem Wasser widerspiegelt. In der Tiefe eines Brunnens erscheint das Ich, als es hineinschaut, und verschwindet wieder, sobald das Ich sich von diesem Brunnen entfernt. Ganz anders als der Westen wird hier auch die Gegenständlichkeit der Welt in Frage gestellt. Ohne Betrachter kein Bild. Der Spiegel ist die Materie gewordene essentielle Lehre der Welt und deswegen als Motiv im Buddhismus auch so beliebt. Was wird über dieses Ich, das sich da hineinbeugt und sieht und nicht erkennt und fortgeht und fasziniert ist und wiederkehrt und abgestoßen ist, was wird über dieses Ich ausgesagt? Es ist flüchtig, vergänglich, wie der Mond seine Erscheinung verändert und vergeht und erscheint. Flüchtig wie die Wolken und der Wind und die Jahreszeit, der Herbst. Und vor dem Hintergrund, dass dieser koreanische Lyriker sehr, sehr jung gestorben ist, mit 27 Jahren, in einem japanischen Gefängnis, bekommt dieses Gedicht auch eine tragische Tiefe, die es in der Art und Weise, wie das eigene Schicksal verarbeitet wird, gesehen wird, auch nochmal verstärkt. Yoon Dong-ju hat gelebt von 1917 bis 1944, ist einer der berühmtesten Dichter Koreas und ist, wie gesagt, im Alter von 27 Jahren in einem japanischen Gefängnis, Fukuoka, ein ganz berühmtes Foltergefängnis der Japaner, in Japan, gestorben. Er hat nur einen kleinen Band Gedichte hinterlassen, die sind aber weltberühmt geworden und in Korea, ja, genießen sie eine Verehrung, die ihresgleichen sucht.
Yundongyu hatte sich auch deswegen schuldig gemacht in den Augen der Japaner, weil er auf Koreanisch geschrieben hat. Und Koreanisch war damals als Sprache verboten. Und so hat man ihn eingekerkert und er ist an den Folgen dieses grausamen Gefängnisaufenthalts gestorben. Diese Flüchtigkeit, die Nähe des Todes, das Vergehen, das hat er wohl als ganz junger Mann auch in diesem schrecklichen Ort erlebt. Und das drückt sich auch in diesem Gedicht aus. Eine Reflexion über das Ich, über sich selbst. Man diese Faszination und die Ablehnung, die Sehnsucht nach einem Sein, nach einer Identität, aber nirgendwo eine Festschreibung. Das bin ich nirgendwo in diesem Gedicht. Eine Selbsterkenntnis. Das, was sich da spiegelt, das bin doch ich. Das fehlt vollkommen. Allenfalls eine Erinnerung, dass das, was man da sieht, dass man das schon einmal gesehen hat. Eine Erinnerung an einen Mann, der wohl schon immer da war. Was ist der Mensch? Der Mensch hat keine substanzielle Seinsweise. Er ist flüchtig, wie alle Erscheinungen in dieser Welt flüchtig sind. Der Mond, die Wolken, der Wind, die Jahreszeit. Mag dieser Betrachter sich oder mag er sich nicht? Das ist nicht klar, es wird nicht klar, aber zumindest eine Hoffnung scheint da zu sein, dass bei dieser Betrachtung, die immer wieder sich neu erfährt, doch zumindest irgendwann so etwas wie eine Erinnerung bleibt. Und vielleicht ist darin in diesem Gedicht auch die Hoffnung ausgesprochen, dass wenn auch alles vergeht, doch zumindest die Erinnerung an ihn, Don Yu, bleiben möge. Das Abendland geht ganz anders mit dem Motiv der Spiegelung des Ichs im Wasser um. Denken Sie an die Metamorphosen des Ovid, an die Geschichte von Narziss, der sich im Wasser spiegelt und sich in sich selbst verliebt. Im Abendland hat das Motiv des Spiegels immer die Bedeutung, dass sich der Betrachter täuscht. Er obliegt einer Illusion, einer Selbsttäuschung. Das, was sich da spiegelt, scheint so Realität zu haben, eine eigene Realität zu haben. Es scheint täuschend echt zu sein. Es ahmt die Wirklichkeit eins zu eins nach und damit wird das große Moment der abendländischen Kunst angesprochen, das Moment der Mimesis. Die Sinne können täuschen. Sie führen auch einen weg von der eigentlichen wahren Erkenntnis, die man nicht in der Erscheinungswelt suchen muss, sondern die man bei sich selbst in seiner eigenen Kernperson Persönlichkeit erfährt. Asien und die östliche Weisheit ist vollkommen anders. Da gibt es kein Kern-Ich, keine Täuschung, weil es eben auch kein substanzielles Sein gibt. Wahrnehmung der Welt ist nichts anderes als eine flüchtige Erscheinung, eine, die sich einem Betrachter aufdrängt, die aber ohne substanzielle Seinsweise ist. Und damit ist eine vollkommen andere Wirklichkeitserfahrung ausgedrückt, die auch für moderne Menschen im 20. und 21. Jahrhundert so faszinierend ist. Ich lese Ihnen dieses Gedicht noch einmal in einer anderen Übersetzung. Übersetzt von Marion Eggert. Yung Jong Yum, Selbstbildnis.
hinter der Biegung des Bergs einen abgelegenen Brunnen, such ich alleine auf und sehe ruhig hinein. Im Brunnen leuchtet der Mond und treiben Wolken und dehnt sich der Himmel und bläst ein blauer Wind und ist Herbst. Und ein Mann ist darin. Irgendwie wird mir der Mann verhasst und ich gehe fort. Im Fortgehen steigt für den Mann ein Bedauern auf. Ich gehe zurück und schaue, da ist der Mann wie zuvor. Wieder wird mir der Mann verhasst und ich gehe fort. Im Fortgehen steigt nach dem Manne Sehnsucht auf. Im Brunnen leuchtet der Mond und treiben Wolken und dehnt sich der Himmel und bläst ein blauer Wind und ist Herbst und ist wie eine Erinnerung ein Mann.